Ja, sieht gut aus. So, rein da. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Mache ich mal vor. Ah, ich bin zu weit weg. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. So, kann ich mit einem vielleicht das Feld räumen? Nee. Also müssen wir von Deckung zu Deckung hechten. Ich weiß zwar nicht, wie die uns nicht sehen wollen, so, aber nur gut. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Da ist ja gar nichts mehr. Da kommen wir hin. Doch, da geht's. So, Abmarsch. Oh, schneller, schneller, schneller. Oh nein. Fuck! Jody, Sie kommen! Jody, nein! Doch. Und los. Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, nein, niemals. Ich lass dich nicht hier. Die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Na, können wir noch was machen? Nee? War noch nicht fertig. Och nee. Aber es bleibt ja irgendwie keine Zeit. Wir müssen doch weiter. Thank you.
Na, dann mal rein. Oder vielmehr hin. Wir gehen trotzdem einfach mal weiter. Mein Baby. Ich suche mein Baby. Hast du es gesehen? Nein. Nein, ich... Der Verrückte. Er hat eine Waffe. Kann sie nicht finden! Ich rufe sie, aber keiner kommt! Argumentieren. Die beiden erkennen dich wahrscheinlich gar nicht mehr wieder! Dein Zorn hat dich verändert! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Ich zerstöre jetzt diesen Kondensator! Du hältst mich nicht davon ab, es sei denn, du tötest mich! Ja, ich hab's geahnt. Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Nur du kannst das groß beenden, Jody. Du es. Du es für mich. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Das nächste Opfer. Aber der hat sowieso ziemlich was im Kopf. War klar, dass das irgendwie so enden muss. Also, weiter. Wo auch immer wir jetzt hier hinkommen. Ui, oh. Gerade noch rechtzeitig. Oh, jetzt hat er uns. Fuck, denk da. Mir muss was einfallen.
Hier. Nein, was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Betasonne. Jetzt nimm das und tu es. Diese Dinger werden dich zerreißen. Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Hätten wir noch um uns beide umschnallen können. So, jetzt muss ich das wieder alleine richten. Jodie vielmehr. Da haben wir es gepackt. Was ist das? Wir injizieren ihn. Ach, der Colonel da. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten. Also, Dauerdrück. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Das ziehen wir jetzt durch. Salim. Wo ist denn die Jacke auf einmal? Ja, das ist eine Schlampe. Eine Hexe dazu. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Junge Jody. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, diesmal gibt's richtig Ärger! Wird immer jünger. Gib mir mein Kind zu. Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Meinen Jungen! Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling! Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts mein für ihn Sohn. Tun. Ich will meinen Sohn sehen. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Eieiei, wie geil. Aiden ist unser toter Zwillingsbruder. Du Scheiße. Die andere Seite. Eine andere.
andere Welt. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will.